Das sind doch nicht meine Amerikaner. Irgendwas läuft da komplett schief. Heute Abend meldet sich Hillary Clinton und sagt, sie könnte sich unter Umständen vorstellen, vielleicht doch nur Vizepräsidentin zu werden. Ich meine, was ist das denn? Ich will einen lauten Knall, ich will einen Kandidaten, ich will Konfetti, ich will eine Parade und ich will eine Riesenschlagzeile. Aber diese Hillary, das ist schon wirklich ein harter Knochen. Sie macht es einfach nicht. Kleine Schritte, kleine Schritte. Vielleicht muss erst Schwarzenegger kommen, um das Problem zu lösen und endlich mal durchzustarten. Jetzt werden Sie sagen, der kann nicht kommen, weil er nicht in den USA geboren ist. Da haben Sie leider recht. No race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. Hier sehen wir ganz viele verschiedene Gesichter der demokratischen Kandidatin Hillary Rodham Clinton. Von Beginn des Wahlkampfs bis jetzt, sie ist dick, sie ist dünn, sie lacht, sie ist grimmig, sie sieht verschoben und traurig aus. Es war wirklich ein richtiger Wahlkampf. Jetzt haben wir es also endlich, Hillary oder Clinbama. Das wollten wir schon vor Monaten mal über eine 2-3 Titeln, wurde uns leider von der Chefredaktion verwehrt. Damals wollte keiner glauben, dass Hillary jemals als Vizepräsidentin an der Seite von Obama stehen würde. Ja, es ist doch gut, dass dieser Marathon zu Ende ist. Ich glaube, für uns Deutsche wird sich ohnehin wenig daran ändern, ob nur der eine gewonnen hat oder der anderen. Die Außenpolitik wird eine andere werden, so oder so. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Mein Favorit ist auf jeden Fall Barack Obama. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich eine Frau bin und er gut aussieht, sondern ich finde, dass die Zeit reif ist für einen jungen, gut aussehenden schwarzen Präsidenten. Mir persönlich tut natürlich auch noch Bill Clinton ganz besonders leid, denn jetzt ist er nur der Mann der Second Lady. Und für wen will er da noch Saxophon spielen?